Also ich bin aufgeregt, natürlich nervös. Es ist doch ganz viel Aufregung da. Bisschen nervös, ja klar, das muss auch so sein. Knie zittern ein bisschen, Füße, Schuhe tun schon weh, aber ansonsten geht's, macht Spaß. Ich denke, Ruhe strahlen wir schon aus, aber meine Unterhose ist, will ich nicht drüber reden. Das Herz wird immer schneller, klopft immer mehr. Jetzt geht's gleich endlich los. Nur noch wenige Minuten, dann stehen unsere Top 10 Models 2013 das erste Mal im Rampenlicht vor ganz großem Publikum auf dem Laufsteg bei CJ Schmidt im Husum. Erstmals auch drei Herren dabei, die wir auch gecastet haben. Einen langen Weg haben die 13 hinter sich über Bewerbung, Casting, Voting. Jetzt sind sie hier, sind Probe gelaufen, sind aufgeregt. Wir drücken ihnen die Daumen, dass sie eine gute Figur machen, sind uns aber ganz sicher, weil wir haben tolle Frauen und Männer ausgesucht. Sehr farbenfroh, sehr bunt, sehr lebensbejahend. Das ist eine sehr unterhaltende Mode und man kann sie sozusagen leicht verstehen. Das ist eine schöne Mode und auch für uns Männer. Also wir können endlich mal wieder Farbe tragen. Ganz tolle, tragbare Mode in den Farben, wie das im Sommer so ist. Also richtig, richtig schön. Mir hat die Modenschau außerordentlich gut gefallen. Wir kommen schon das dritte Mal hierher. Ich bin begeistert von den Farben und auch von der Auswahl der Models. Die Männer, die haben mich überzeugt. Sie haben gelacht und man hat ihnen die Freude angemerkt und sie konnten sich sehr gut bewegen. Ja, was soll ich sagen? Die waren toll. Also zum einen, wir hatten ein unheimlich motiviertes Publikum. Und die Models dafür, dass sie wirklich das erste Mal auf diesem Laufsteg standen, die haben das mit Begeisterung gemacht. Man hat noch gesehen, die mussten noch immer mal so gucken, links, rechts, sollen wir jetzt, sollen wir gleich. Aber wenn die dann mal den Schritt gefunden haben, die haben das toll gemacht.